Sie sind bei Van Ginkel, genau, ja. Gewesen, ja, die schwarze. Ja. Und das ist das eerdere Typ. Die schwarze ist nu kleine 4 jaar alt, denk ik, die Maschine. Ja. Und jetzt haben wir das alle ein bisschen erneut. Ein neues Fahrgestell haben wir genoemd. Und wel compact. Und da oben kunnen we nog even een Kran aanbouwen. Oh, dieser ist ohne Kran, den kann ja, man aber ja mit Kran hier oben drauf kriegen. Ja, die Pumpen, die sind da vorbereitet. Man kann hier einfach ein Kranplateau aufkriegen und einen Kran dabei. Ja. Dann kann man das ist jetzt nur mit Bagger, ne? Wenn man auf Baustelle ist, hat ja. LKW davor und schiebt das mit dem Bagger rein. Ja. Ne? Der hat kein Einzugsband. Van Ginkel hat ein Einzugsband, ne? Ja, das kann man hier auch auf Höhe kriegen, weil das war ein bisschen, was der Kunde wünscht. Ja, dann wird der auch länger, ja. Genau. Ja. Und so ist das noch eine sehr kompakte Maschine, ne? Das stimmt. Ja. Ja, das ist ja so, ja, wenn die Klappe höher fahren. Genau, wenn die Klappe höher fahren, kommt das mit hoch. Ja. Das, wieder auf den das ist mit Ketten festgemacht. Wenn man ja. die Klappe einklappt für auf der Straße fahren, kommt das automatisch mit hoch. Ja. Und wenn man den beschickt, ist hier eben was vor, damit man sich die Lampen nicht zerdengelt. Genau. Beim Cheetah habt ihr ja auch ein Plexiglas, ein dickes vorgemacht, damit man sich nicht die Lampen zerhaut. Das sind so die kleinen Details, die eben den Unterschied machen, ne? wo man sieht, dass ihr mitdenkt und die anderen eben nicht so mitdenken. Ne? Was auch mal ein schönes Detail ist von dieser Maschine, ist, weil wir hier die Riemen haben, die Antrieb machen. Mhm. Wir können die mit 2 Schrauben können wir die eben los. Ja, und dann kann man sehen. Nachstellen ja. oder sehen. Ja. Wir brauchen nicht die ganze Kappe dann abzuholen. Ja. Ja, die anderen muss man hochklappen, genau. Ja. Und hier kann man eben lose machen, guckt man rein und sieht, hat der Riemen noch. Genau. Ja. Was ist das für ein Motor? Das ist mit einem 400 PS John Deere. Ein John Deere Motor, 400 PS, die okay. Das ist der Motor, die ist ja, Tier 4 und dann stets 5. Ja, okay. Die letzte Abgasnorm haben wir daran. Unkritisch, ja. Auch überall, wie gesagt, mit den Lampen und so. Und ja. Licht ist immer gut, vor allem, also man arbeitet ja gerade die Holzindustrie, ne? Die arbeitet ja viel im Winter, viel im Dunkeln ja. und so, da ist Licht an den Maschinen ist immer zu wenig. Immer muss er haben, ja. Muss er haben. Und die ist verstellbar. Höhenverstellbar, ja. Das ist auch schön, dass wir hier vorne. Ja, kann man dann am Trecker ja. oder an, das passt an LKW, kann man überall dran bauen, ja. Ja, und ihr habt ja noch viele andere Produkte, alle kennen ja immer nur die Häcksler von ja. euch. Oder vielleicht noch die Stubbenfräse, aber ihr habt ja auch Schneidgreifer und sowieso Holzgreifer für einen das Bagger stimmt, und für stimmt. Kran. Hier ist eine Stubbenfräse am Ausleger, die kannte ich vorher auch noch nicht. Sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, das ist die Shark. Ja, das ist unsere weltbekannte Shark Stubbenfräse mit einem schweren Motor dran, mit Lindepompe. Ja. Das ist ein Stubbenfräse mit einem langen Arm dran. Ja, dann kann man über dem Graben oder so, ne? Oder ja, hinter der Leitplanke. Da kann man auch einen Schlepper von 350 PS vorkriegen. Und wenn man das Ding dann richtig benutzt, dann kann man hören, dass die Schlepper noch arbeiten muss. So muss das sein. Der geht dann in die Knie, ja. Dann passiert da etwas. Ja, ja. Ja, ist wie gesagt schön für hinter der Leitplanke oder über dem Graben oder so, wo man sonst so nicht rankommt, ne? Drehbare ist er auch noch. Komplett dreh, er ist ein Rotator dran, ja. Ja. Das ist ein Recken für am Bagger? Ja, für den Bagger. Baggerrecken. Ja. Schrauben zu machen. Wir haben auch die Platten bei, mit Gummi. Mit Gummi, ja. Die kann man erst anklauen. Ja. Und die andere Seite ist dann Gummi für auf die Straße. Top, ne? Dann kann man einmal vorkratzen und geht mit dem Gummi nach. Ja. Dann hat man einen für alles. Dann haben wir hier noch Sortiergreifer. Mhm. In verschiedenen Größen. Der ist jetzt für ein, ja, da ist schon. Das ist ein 50 Tonnen, 50, 60 Tonnen Bagger. Ja. Das ist eher so für den Hausgebrauch, ne? Ja, die ist was kleiner. Das ist für einen 8 Tonnen Bagger. 8 Tonnen, ja. Und die hat drei Drehmotoren und die hat 4 Drehmotoren. Okay. Ich würde sagen, wenn wir hier auch noch einen Sägekast anbauen, weil wir hier eine Schnellwerkzeugplatte davor haben. Ja, hier, ja. Dann kann man da auch noch das ist alles vorbereitet. Und hier sind dann die Anschlüsse für Hydraulik. Für die Sägekasten. Ja. Und dann kann man hier mit Bäume bis. Ja, ja bis 75 cm. 75, ne? Ja. Ja. Das kann man abschneiden. Und dann halt die Klemme hier, hält das noch gut fest. Mhm. Die kippelt nicht so rum, ja. Die hält das fest. Weil wir 4 Drehmotoren dran haben. 4 Motoren. Und das macht das Ding stabil. Ja, wir reden über Stubbenfräsen. Und das sind eigentlich die kleinste Stubbenfräsen. Oh, das ist die kleinste. Mit eigenem Motor. Ja, die brauchen wir von einem ganzen Minibagger. Minibagger. Von 1,5 Tonnen, dann fängt das mit an.
Da kann man so eine. Kann man die an Minibagger bauen. Braucht dann nicht über die Minibagger Hydraulik angetrieben werden, hat einen eigenen Motor. Aber Minibagger dann Hydraulik, da passiert nichts. Nee, die gehen sofort in die Knie. Schafft die Pumpe nicht. Nee, wir haben auch keine Leistung. Ja. Und hier habt ihr hier kommt die Schallwechselplatte an. Ja. Ja. So eine Lenov oder so. Ja. MK3-Aufnahme, ja. Ja. Und dann hat man 37 PS auf das Rad. 37 PS ist vergleichbar mit der Raiko kleinen Radmaschine. Ja, schon gut mit der Ja, die schafft ja schon gut was weg. Ja. Ja. Das ist Hacker für Dreipunktaufnahme, ne? Ja, das ist dann eine Frontmaschine. Frontmaschine. Können wir in zwei Varianten liefern. Hier ist eine Frontmaschine, das will sagen, dann dreht das ganze Rad der andere Seite um. Mhm. Ja, weil die Sattballen von Schlepper vorne und hinten, die haben eine andere Drehrichtung. Mhm. Dus dan brauchen wir eine Frontmaschine oder wir brauchen eine Hintenmaschine. Ja, das ist ein Unterschied. Okay. Und dann machen wir die Maschine in Spiegelbild. In Spiegelbild, ja. So machen wir das. Für vorne oder für hinten. Ja. Vorbei, kann man auch einen Kran anbauen. Ja, oben ist die Platte für den Kran. Ja, hier ist die Platte für den Kran anbauen. Ne? Ja. Ja, dann haben wir hier einen Einzug von 70 breit und 45 Höhe. 70 auf 45. Ja. Das ist schon ganz ordentlich, da geht schon was vorwärts. Ja. Muss dann auch Trecker vor, wie viel PS? Ja, fangt mit einem 220. Fangt das an. Okay. Ihr habt Hacker auch von JBM. Unter 30 cm, dann führt man hier JBM. Okay, also unter 30 cm habt ihr quasi ein Fremdprodukt. Ja. Über 30 cm oder 30 cm baut ihr ja selbst den Cheetah und die 462er und so. Also das ist hier bis 30 cm vertreibt ihr JBM. Das ist ein kleiner, glaube ich, ne? Der kann bis 22 cm. Man kann ihn auch auf Kette kriegen, ne? Man kann ihn auf Kette kriegen. Ja. Und das ist auch drehbar. Das ist die ganze Obenbau, die kann man ist wichtig, drehen, dann, links und rechts. Wenn man zum Beispiel vorne an der Straße steht und von der Seite beschicken will. Ja, ja, okay. Ja, ein einfacher und doch ein guter Hacker. Guter, einfacher Hacker, ja. Günstig, ja. Ja. Günstig und gut, genau. Günstig und gut. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität an den Produkten, die wir verbauen. Ja. Wir fragen auch etwas anderes von den Maschinen. Wollte ich gerade sagen. Ne? Wenn wir das Kram beschicken wollen, dann braucht man auch einen schwereren, viel schwerer gebauten Hacker. Genau, ja. Ja, für Handbeschickung ist das völlig okay. Keine Ahnung. Hier liegt eine von eurem Greifersägen. Das ist ein schönes Ding. Greifersägen gelegen. Ja. Das ist wie viel Zentimeter? Die kann bis 60 cm. 60 cm. Bagger, 30 Tonnen? Nee, das fängt an mit einem 50 Tonnen Bagger. 15 Tonnen Bagger. Also ein guter Mobilbagger kann da schon mit, kann mit klarkommen. Ja. Schöne Maschine, auch breiter Greifer, dass der Baum auch gut gehalten wird. Ne? Ja. Ja. Viele haben ja nur zwei Zangen, dann kann der oben mal drüber kippen. Ne? Mit vier Zangen ist das schon. Ja, da haben wir auch viele Varianten. Ne? Das ist auch, was der Kunde wünscht. Genau so. Das können wir liefern. Ihr könnt immer alles liefern, was der Kunde wünscht. Ne? Das habe ich auch schon gemerkt. Also ihr macht ja dadurch, dass ihr alles selber baut, könnt ihr ja wirklich jeden Sonderwunsch irgendwie auch fast berücksichtigen. Ne? Das ist schon eine schöne Sache. Ja, und Lasik-Fräsen habt ihr, oder? Ja, die haben wir auch ein Jahr im Programm. Das ist jetzt die neueste Modelle. Das ist mit der neuen Abgasnorm. AdBlue alles daran. Mit AdBlue. Und auch Schiebeschild und Kette. Ja. Hat die Verstellfahrwerk? Ja, ja, hat die auch. Ja. Okay. Die geht bis 1,15 Meter breit. Und normal ist er unter 80. Unter 80. Ja. Ganz das schmal. Ist schmal. Ja. Das ist schmal. Die meisten haben ja 90. Ja, und hier haben wir dann die Steuerung. Fernbedienung, ja. Wie eine Kranfernbedienung aufgebaut, ne? Ja, wie eine Kranfernbedienung aufgebaut. Ja, das ist schon ein schickes Maschinchen. Und ihr arbeitet ja auch, also ihr habt ja jetzt Schüttke mit reingenommen. Ja, aber ihr jetzt, das heißt, ihr habt jetzt quasi auch das komplette Raiko-Programm, ne? Ja. Alle Raiko-Fräsen, die es von Raiko gibt, könnt ihr jetzt auch anbieten. Die Kettenfräsen, die Radfräsen. Ja. Ja. Das steht hier natürlich noch nicht, da kann ich auch verstehen, aber das habt ihr ja im Prinzip. Ja, wir haben hier ein paar kleinere Reikos, die noch. Die haben wir jetzt. Ja, genau, die handgeführte. Ja. Jetzt sind noch hier Sedatos mit der Harz. Mit der Harz, ja. Ja, der Harz, das geht raus, das endet der sich. Erfüllt die Abgasnorm nicht mehr, ne? Ja, ja.
Reigos denn? Hat die auch. Ah, die meisten Reigos haben wir alle in Deutschland. Die stehen alle bei. Ja, die stehen bei Schüttel, ja. Stumpfräsen, das ist die Shark und das ist die Piranha. Ja. Der Unterschied ist, glaube ich, die Shark ist immer am Bagger oder so dran oder am Arm, ne? Ja, und die Piranha ist auf Zapfwelle für hinteren Trecker. Genau, ne? Ja. Die Shark, die sind alle voll hydraulische angetrieben. Voll hydraulisch, ja. Und die Shark sind über PTO, ja. Und die hat auch Seitenverstellung, ne? Das ist schon ein gutes Stück, dass die schwenken kann. Ne? Also 2,60 Meter von links 260. Nach rechts. Und die schiebt auch in und aus. Ja. Und die kann eine Stube komplett weg. Ja, ohne Trecker umsetzen. Ja, ja. Ja. Das ist gut. Und das halt für am Bagger, ne? Für am Bagger. Am Bagger oder an eurem Arm. Ja, das schieben wir mit über die Leitplanken, so etwas muss ja. Eben graben. Dann ist natürlich schon hydraulische Fräse, das ist super. Dann auch die seitliche Schneidbeutel sind dann. Ja, hier. Die, genau, ja. Schon, das sind dieselben wie am Forest Cutter, ne? Ja, ja. Ja. Okay. Das ist dafür, wenn die stumm wäre. Die kann man dann eben auch drehen, ne? Wenn die eine Seite stumpf ist, kann man die drehen. Ja. Ja. Ja, das, dann kann man die viermal benutzen. Das. Dann kann man das Grünmaterial, was wieder erwachsen ist, aus die Stoppen, kann man dann eben einfach weg. Ja. Wegmulchen und dann die Stoppe draus fräsen. Blasen bereiten. Und auch wieder den anderen Gleifer. Warntafel hinten dran. Ja. Feine Sache. Kauf in Deutschland. Die geht nach Dillixen. Für die Nähe Messer. Ersatzmesser können da rein, wa? Und dann Werkzeug, Staukästen. Das ist alles immer so gut durchdacht. Ne? Das ist immer vernünftig und bis zu Ende gedacht. Nie so halbe Sachen. Auch mit dem Reisiggreifer, mit dem langen Greifer. Schöne Maschine. Mädchen, hier, heb mal an. Ja, da musst du lachen haben. Hoi. Dann nimmt dir keiner die Vorfahrt mit. Oder wenn, dann nur einmal. Also in jedem Fall hast du nicht viele Schrammen danach. Nee. Also Schrammen vielleicht, aber keine. Die ist neu, weil die hat Straßenbereifung, ne? Hey, das ist dieser Mütze. Straßenbereifung. Und auch wieder den anderen Gleifer. Warntafel hinten dran. Ja. Das ist feine Sache. Kauf in Deutschland. Die geht nach Dillixen. Das ist für die Nähe Messer. Ersatzmesser können da rein, wa? Und dann Werkzeug, Staukästen, das ist alles immer so gut durchdacht. Ne? Das ist immer vernünftig und bis zu Ende gedacht. Nie so halbe Sachen. Auch mit dem Reisiggreifer, mit dem langen Greifer. Schöne Maschine. Das sind so die Sachen, die wir hier haben in Drachten. Ja, und wie gesagt, bei Schüttke in Sundern steht ja nochmal das komplette Reiko-Programm. Stimmt. Und von da aus können wir auch. Und von da aus kann man auch alles bestellen, was es hier auch gibt. Ne? Also die beiden Firmen, das ist eins quasi. Und alles, was es bei Schüttke gibt, gibt es auch bei Ofkes. Und alles, was es bei Ofkes gibt, gibt es auch bei Schüttke. Ja. Das eine eben in Deutschland, Sundern, und das andere eben Holland, Drachten. Ich komme gerne hierher, das ist eine Stunde Fahrzeit, das passt. So, jetzt seid ihr raus und wir müssen nämlich nochmal über einen neuen Hacker reden, über einen Kettenhacker und über noch so ein paar andere Sachen, die ihr dann demnächst auf unserem Kanal seht.